Leute, wir kommen zu einem Season 17 Gerücht rund um die Charge Rifle. Ich habe auf verschiedenen Kanälen gelesen und ich habe mir das gedacht, dass das passiert. Und ich bin bewusst nicht drauf eingegangen, weil, wie gesagt, ich hatte Early Access zur Season 17 bzw. in einem Livestream und dort wurde mir das Weapon Mastery System nahegelegt. Und dort habe ich, als ich das vor 3 oder 4 Wochen gesehen habe, habe ich das schon erkannt und dachte mir, das kann eigentlich nur ein Fehler sein. Ich bin überzeugt, es war ein Fehler. Respawn hat jetzt die Homepage hier aktualisiert mit all möglichen Patch Notes, mit dem Weapon Mastery System und so weiter und so fort, und da ist dieses Bild aufgetaucht und ich habe geahnt, dass die sozialen Medien da voll drauf abgehen und da voll wahrscheinlich in einen Fehler von Respawn tappen, und zwar die Charge Rifle mit einem leichten Magazin. Ich bin mir felsenfest überzeugt, dass das totaler Blödsinn ist. Wir haben hier, wie gesagt, dieses Bild kenne ich schon vor einigen Wochen, das sah da genauso aus. Und hier sehen wir die Herausforderungen für alle Waffen, beziehungsweise speziell jetzt für die Charge Rifle, hier für die Flatline und so weiter. Alle 20 Level bekommen wir Trials, damit wir irgendwann Level 100 erreicht haben und irgendwas Tolles freischalten. Jetzt sehen wir hier die Charge Rifle und einer dieser Charge Rifle Trials heißt Kill at least 3 Enemies, also 3 Leute töten mit dieser Waffe und einem Extended Light Mag Stufe 3. Und da rasten auf einmal alle aus, wow, die Charge Rifle wird jetzt eine leichte Waffe. Ich würde meinen Arsch dafür verwetten, dass das Bullshit ist. Es ist ein Fehler. Jetzt schaut auch mal bei der Flatline hin. Bei der Flatline steht genau dasselbe Trial 4 Mal. 2, 3, 4, 5. Jedes Mal dieselbe Herausforderung. Leute, es ist Blödsinn. Es gibt aber eine Theorie, und darauf möchte ich eingehen. Es gibt die Theorie, dass in Season 17 tatsächlich die Charge Rifle ein Rework bekommen soll. Wie das aussieht, kann ich aktuell nicht sagen. Deswegen, natürlich könnte das jetzt passieren, die Charge Rifle bekommt leichte Munition. Aber Leute, wenn die Charge Rifle eine andere Munitionsart bekommt, sagt ja schon der Name Charge Rifle, eine Waffe, die sich auflädt, dann macht ja wohl die Energy Weapon oder die Energy Ammo am meisten Sinn. Natürlich, wir kennen das Thema Wingman. Die Wingman war vor wenigen Seasons noch eine schwere Waffe, wurde dann auf einmal eine Sniper-Waffe. Das klang alles erstmal ziemlich utopisch, ziemlich dämlich irgendwie, die Änderung. Im Nachhinein betrachtet verstehe ich tatsächlich sogar die Änderung rund um die Wingman. Natürlich von der Waffengattung her alles andere als ein Sniper Rifle, keine Frage, aber alleine der Impact, der Schaden pro Kugel um die 40, 45 auf den Körper, in die Fresse, keine Ahnung wie viel, dann hast du noch einen Schädelspalter, und keine andere Waffe macht kaum so viel Damage wie die Wingman. Müssen wir nicht drum herum reden, diese Änderung hat vielleicht so ein bisschen, zumindest was den Impact betrifft, irgendwo Sinn gemacht. Verstehe ich also, auch wenn es wahrscheinlich nicht nötig gewesen wäre. Also, auf was will ich hinaus? Nichts ist unmöglich. Ja, von mir aus kriegt die Charge Rifle leichte Munition. Macht keinen Sinn, ich glaube nicht dran. Natürlich könnte es trotzdem passieren, aber ich bin felsenfester Überzeugung, dass das einfach nur ein Imagefehler ist und Respawn verpeilt hat, das zu aktualisieren. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ansonsten, was denkt ihr? Ein Charge Rifle Rework macht Sinn? Ja, nein, vielleicht. Ein Rework für eine Waffe? Schwierig, weil im Endeffekt, die Wingman war ja auch kein Rework. Es hat sich einfach nur die Munition geändert. Alles andere ist gleich geblieben. Das Handling war gleich, Schaden war gleich und so weiter und so fort. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, ein Rework für eine Waffe. Schreibt mir in die Kommentare, wie könnte das zum Beispiel aussehen? Keine Ahnung. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und bin überzeugt, die Charge Rifle bleibt eine Sniper Rifle und wird keine leichte Waffe. Bis dahin, haut rein, ciao.